Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Far Cry. Boom, wir wurden entdeckt. Schnell weg. Aua! Ja, wir kriegen mal. Aua, Vorsicht! Was hast du jetzt überfahren? Hirsch. Der Arme. Warte, ich bin eben wieder. Du sollst leben! Ich hab mal löst. Ja, wir sind zurück bei Far Cry New Dawn. Immer noch auf dem Weg zu Rush. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da drüben. Keine Ahnung. Hier runter. Ich würde sagen, den Rest der Strecke laufen wir zu Fuß. Gut, ich wechsle erstmal wieder zu meinem Dings. Ich würde sagen, ja, während das Saxophon wegrennt, schleiche ich hinterher, um möglichst vorsichtig mich dem Ganzen zu nähern, um nicht entdeckt zu werden. Weißt du, was ich jetzt mache für nix, ha? Du wirfst machst einen Raketenwerfer rein und tötest Rush. Wir haben Rush unter der Erde eingesperrt. Verschaffe dir irgendwie Zutritt und bring ihn nach Hause. Viel Glück, Cap. Keiner. Ich hab mal einen Köder reingeworfen. Ja. Kein Tier entscheidend interessiert sich für meinen scheiß Köder. Ist hier irgendjemand? Da, ja, warte, ich sehe jemanden. Ich sehe jemanden. Ja, warte doch mal. Ich will gerade den Köder nochmal reinwerfen. Da links oben? Da oben ist jemand. Warte, sag's, pass auf, ne? Da oben ist jemand auf dem Turm. Ja. Ich geh mal von der anderen Seite drüben ran. Okay? Okay. Ich will am liebsten ein wildes Tier dort reinlocken. Mit dem Köter. Das erstmal zwei, drei zerfleischt. Man muss ein bisschen meine Standortstrategie. Ich habe zwei getötet. Was? Gegner. Jetzt rennen alle zu dir. Die sehen mich ja noch gar nicht. Ich habe den mit dem Sägeblatt-Ding. Direkt vor mir rennt hier einer rum. Ach nee, klappt. Das ist auf jeden Fall schon mal was Wildes. Herr Wolf. Toll, jagt er dann nicht uns ab? Ne, der jagt erst nur den Gegner, weil der bei den Gegnern ist. Ich sehe den gar nicht. Der ist bei mir dort. So einen ersten hat er. Da. Das ist eine übelste Massenpanik jetzt. Ja, ich sehe es. Ich sehe gar niemanden mehr. Ja, doch dort. Tot. Ich schalte hier ruhig nach dem anderen aus. So viele sehe ich gerade im Moment gar nicht. Bei mir sind etliche noch. Soll ich noch ein Stück zu dir kommen? Kannst du machen. Wir müssen oh, warte, nee, scheiße. Lad nach. Schaff mal den. Oh, warum treffe ich den nicht? Der ist unter irgendwas versteckt. Unter dem Auto war der. Ich muss mich ein Stück zurückziehen. So, Sturm, nein. Ja. Okay, mach mit. Also, was heißt reinstürmen? Ich hab das mit Pistole. Ja, ich hab bloß.
Da trifft man ja gar nicht. Schwierig, ne? Was ist denn das für eine Kraft? Gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja. Nee, vor allem nicht so weit vorne. Geronimo! Komm hoch! Kannst du mich schnell einen Stich lassen? Dieses freundliche Gesicht, was mich dann immer anguckt. Halt's Maul! Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Ich hab jetzt erstmal eine Waffe für den genommen. Mhm. Wo ist denn der? Aber ich muss da oben. Ich bin gleich tot. Ich sehe ihn halt nicht. So, ich hab schon bereit mit dem. Zieh dich wieder zurück in den Wald. Nein, ich bin so doof. Wie fahre ich denn? Ich weiß nicht, wie ich Auto fahre. Auf dem Beifahrersitz kannst du nicht fahren. Ich weiß. So, ein Hubsch. Ja, nee. Wo ist noch einer? Ich dachte, das Ding fliegt vielleicht in die Luft da hinten. Den Abschuh. Sind die tot? Anscheinend ja. Oh, sagst du. Schlüssel zur Kohlemine hab ich gefunden. Okay, warte, ich werde es mal ein bisschen looten. Ich hab gedacht, das Ding hier drüben fliegt in die Luft, dieser Container da, weißt du? Nee, macht zum Glück nicht. Schade eigentlich, weil ich hatte gehofft, dass ich dadurch ein paar ausschalten kann. Ja, na gut. Wie läuft denn der da? Felixa, komm mal her. Guck mal, wie die da hockt. Ja, der geht's gut hier. Die macht Urlaub, ne? Ist da oben auf dem Turm was gewesen? Ich bin gar nicht bis nach. So. So, ich würde sagen, wir gehen dann langsam. Warte, ich gehe erstmal hier hoch. Ja, also das mit dem Waffenrad finde ich echt tricky. Muss ich gestehen. Und ich muss sagen, der Sägeblattwerfer ist schön. Aber jetzt bringt er uns noch nicht viel. Es ist schon besser, wenn man eine feste Waffe hat. Ist ja eine richtige Schusswaffe. Ich nehme jetzt erstmal hier noch alles mit, was ich finde. Wo bist du hin? Ich bin hier oben. Achso. Warte, hier unten ist noch ein Safe. Aber ich komme nicht. Kann ich das kaputt hauen? Oh, mein Dings ist kaputt. Danke. Warte. Da haben wir doch ganz gut gelöst, Jo. Ja. Wenn aber du es noch ist wirklich besser, wenn du dir ein Messer oder einen Baseballschläger findest, dann sag mal Bescheid. Hast du hier die Wolfshaut? Ja. Ich hätte gerne ein Messer, tatsächlich. Hast du keine Wurfmesser? Nee. Wo sehe ich die? Bei mir ist es, wenn ich kann sie auswählen mit dem Mausrad. Nee, ich habe keine. Wurfmesser. Ach doch, ich könnte sie herstellen. Jetzt. Das kannst du. Aber wo sehe ich die jetzt? Also das weiß ich nicht mehr. Mit diesem Waffenrad komme ich echt überhaupt nicht klar. Wo ist meine Knarre? Ah. Seid ihr friedlich? Schau.
Die Mucke, ey. Hey, wo bin ich denn? Ich nehme mir noch alles mit, was geht. Da muss ich wahrscheinlich auch nochmal an der Steuerung arbeiten und ein bisschen was umbelegen. Glaube ich. Oh. Weil das ist echt bäh, zur Zeit. Kommen wir hier irgendwo hoch? Zu drüben gucken. Das ist aber nichts, ne? Okay. Ich komme zu dir. Okay. Ach, wo bist du? Würde ich schnell machen. Ah doch, hast Glück. Alles gut. So, wo müssen wir hin? In das Gebäude rein. Boah, hast du mich erschreckt, Alter. Hast du einen Schlüssel? Ja. Pistolen, Muni voll. Die Mucke, ey, die macht mich ganz körre. Gut, ja. Gehen wir runter. Warte, hier drüben liegt doch noch ein bisschen was. Ach, kann ich nicht mehr tragen. So. Kann ich nicht mehr tragen. Ach so. Die wird bloß als Arsch ist runter. Kann die Mucke mal aufhören? Das ist ja furchtbar. Oh, ich kann das gar nicht lesen. Das ist ja doof. Was ist das ein Gegner? Ach nö. Wenn du dich langweilst, kenne ich eine Wand, gegen die du dann. Warte mal, schlag vorher mal nach. Ratten. Ja, ist die kleine Notiz. Ich schalte bis erst mit den Gegnern aus. Ist kein Loch einer. Hoffmann wurde entdeckt. Hilfe, Hilfe! Ich hab sie. Gehst du vor, Stutterweiler? Wo ist denn die Notiz? Ach hier, warte, ich werde es mit die Notiz lesen. Ja, deswegen. Aber hier kommen wir mal mehr. Okay, dann lese ich sie nicht. Sehr schnell, noch geht's. Nee, jetzt hab ich hab's schon weggedrückt. Vielleicht können wir sie nachher noch lesen. In Ruhe. Nee, Rückzug müssen wir auf jeden Fall fliehen. Das. Also der Sachse, ne? Ja. Huch. So. So, geh schnell lesen, komm. Nee, ich hab sie ja schon weggeklickt, Sachse. Du kannst es doch nochmal angucken. Okay, ich lese mal vor. Hallo? Ja, mach doch. Maike und Lou reden immer davon, dass dieser Typ unsere Probleme lösen wird. Also ja, die Mine ist nicht so produktiv, wie wir gehofft hatten. Aber Alter, wenn ich könnte, ich hätte diese Stinkfresser schon längst eine Kugel in den Kopf gejagt. Zweimal hat er schon versucht abzuhauen. Wir müssen ihn helikoptermäßig überwachen. Rund um die Uhr, völlig Banane. Aber die Zwillinge meinten nur, dass er am Leben bleiben soll. Die haben nicht gesagt, dass es ihm gut gehen muss. Vielleicht tun wir uns einfach ein bisschen aus. Gut, hast du schön gelesen. Ja, hast du dir mal eine andere Waffe genommen? Nein. Weil das Ding wird ja hier nicht mehr allzu viel nützen. Ach, du bist schon weiter. Okay. Ach, Rush hat gerade Lust. Oh mein Gott, ich dachte, du wärst tot. Ja, ja, hau nur noch mal drauf erstmal. Ja. Ich hätte wissen müssen, dass du es schaffst. Na klar. Wir sind von Tortensorte. Ich vor allen Dingen. Du kommst wegen mir zurück? Na klar. Du bist mein Loverboy. Du bist verrückt. Du kommst wegen mir zurück.
Wenn ich mir dich so angucke, komme ich vielleicht, gehe ich vielleicht einfach wieder. Wir müssen weg. Sofort. Nee, ich gucke mich jetzt hier erstmal um. Dass sie immer alles so einen Stress machen müssen. Nichts wie weg. Hier ins Geschütz, dann bringe ich uns hier raus. Wie? Oh nein! Hier ist eine Notiz. Sagst du, du solltest vielleicht dir ein Auto suchen. Was hast denn du jetzt gemacht? Ich bin da drauf gestiegen. Sagst du, du kommst du? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich hab bloß so ein langsames Moped. Ja. Rush fährt auch nicht unbedingt sonderlich schnell. Alter, das Ding ist voll geil. Ich komm mit dem Moped hinterher. Map, 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 map. Ich seh es, Sachse. Cool. Das bin ich. Ich weiß. Der sagt aber, sie sind hinter. Ach, da hinten. Das bin ich, ja. Was der immer mit direkt hinter uns meint, ne? Da bist nur du. Ja, und der meint mich als Feind anscheinend. Nee, nee. Schiebst du uns an? Der Rush fährt nicht sonderlich schnell. Ich merk schon. Boah, Rush, wie fährst denn du? Alter, mir wird schlecht. Aber sich über mein Fahrstil dafür. Map, 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 map. Ich weiß nicht so richtig, wo er hinfahren. Rush, da ist Wasser. Ach, du Scheiße, ja. Hoffentlich mein Moped drauf, der schätzt aus, auf der schätzt aus. Ich hoffe, der weiß, was er macht. Ich glaube nicht. Aua! Also ehrlich. Mein Bein ist im Arsch. Ich kann nicht fahren. Du weißt, wo wir hinwollen. Den Rest des Weges musst du fahren. Ich? Ja, du. Ja, ist kein Problem. Wie fahre ich denn? RT, LT. Ach, na weißt du, das wird schon. Brumm, brumm, brumm. Sagst du, nicht mich rammen, ich kann so schon kaum fahren. Du bist mir reingefahren. Ja, pass auf, wo du langfährst. Wo du mich langfährst. Rechts vor links und so, weißt du? Ich kann von rechts. So. Was machst denn du? Na, ich fahr nach Hause. Sieht man doch. Aber der Knopf fällt ein. Oh, das ist selbst ein kleiner Fisch. Oh. Wo muss man denn hin? Ich hab Angst, Arsch. Bum, bum, bum. Ja, du hast nicht gedacht. Du hast zwar nicht gedacht, dass du neben uns rauskommst, aber. Nur Moment.
Hier vor mal, desto schnell du bist da weg. Huch! Bist du wieder dran? Nee. Jetzt? Nee. Wo bist du denn? Ach, da bist du doch. Schneller. Hä, der fährt doch bei dir mit und nicht bei mir. Ja, er fährt bei mir mit, denn wo ist bei dir zu. Wann ist denn der ausgestiegen? Klein, wo du eingestiegen bist. Wo du aufgestiegen bist, ist der gleich runter. Ich kann's verstehen. Ach komm, jetzt hör auf zu heulen. Oh, langsam, ganz ruhig. Oh Gott, Rush, die haben dich aber ganz schön zugerichtet. Es geht schon. In ein, zwei Tagen bin ich fit. Hab ich richtig gehört? Du bist Thomas Rush? Nee. Und du musst Carminas Mom sein. Sie hat mir viel von dir erzählt. Deine Tochter ist wirklich zäh. Das kannst du laut sagen. Carmina, hol den Alkohol. Okay. Oh ja. Da kann ich jetzt einen Schluck gebrauchen. Du musst mein Hüftgelenk einrenken. Weil die jetzt jammert der so, ne? Erst nur da rumballern und machen und tun. Tut mir leid, kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Verantwortlich. Die Zwillinge können einem jede Hoffnung rauben. Deshalb hier, gibst du uns auch mal einen Schluck ab? Was soll denn das? Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es. Wir machen hier alles und kriegen noch nicht mal einen Schluck Alkohol. Spezialisten, Experten. Nimm mal einen Schluck Whisky, haben sie für mich. Ja. Also genau. Ach jetzt. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Na komm, trink. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay, jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. Macht mal. Nee, ey, warum gebe ich den wieder ab? Bin ich doof? Ja. Sauf nicht so viel. Los. Es klang gut. Also gut, fangen wir an. Wow, hey, warte. Wie wär's mit ausruhen? Gute Idee. Ich hoffe, dir geht es gut. Da haben wir auch ganz schön Arbeit geleistet, ne? Menschen. Hey. Menschen sind es, die diesen Ort zum Blühen bringen. Du kannst mit dem reden, ne? Glaube ich. Wenn wir ja, das hat eine Mission für uns. Sie am Handumdrehen einen Ort, den wir zu Hause nennen können. Willst du eine Mission für den machen? Wir können sie doch mal mit annehmen, oder nicht? Bei allen Siedlungen, die ich im Westen aufgebaut habe, habe ich immer darauf geachtet, dass ich die richtigen Leute zusammenbringe. Denn es sind Spezialisten, die den Unterschied machen. Ohne sie kommen wir nicht voran. Im Moment mangelt es uns noch an Spezialisten, aber es gibt sie, Cap. Hol sie nach Prosperity und ich erledige den Rest. Ja, machen wir. Du hast einen schmutzigen Hintern. Da ja, drüben hat auch noch immer Missionen für uns. Ja, nimm dir ruhig mal ein paar Missionen an. Unsere Firma wurde von einem Jungen namens Bean gegründet. Er ist ein echter Schatz, aber man muss ständig auf ihn aufpassen. Ich glaube, ihm wurde irgendein wichtiges Dokument gestohlen. Wenn du das für ihn finden könntest, würde er dich sicher irgendwie entlohnen. Na gut, wie? Guck mal, da ist der Rotzlöffel wieder. Das Kind ohne Freunde. Ich glaube, wenn ich groß bin, habe ich einen Computer. Alle sagen, dass sie die vermissen. Und die konnten so viele Sachen machen. Und sogar Spiele spielen und so. Der weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Doll anstrengend. Also, was ist mit dem Kind los? Hast du das gesehen? Jetzt haben sich die Zwillinge auf dem Schirm. Sorry. Die ganzen alten Leute dürfen mit Pistolen und Autos und so spielen, aber ich darf nicht. Mom sagt, es ist gefährlich. Aber dann sollte doch keiner mit denen spielen dürfen. Macht denn der Fliegen wegwinken oder was? Ich habe keine Ahnung, das Kind ist seltsam. Ja, aber der gefällt mir. Wuffi! Ja, mein Guter. Kartografie. Wir können ja jetzt eh noch nicht viel verbessern. Nee, wir müssen, glaube ich, erst die Camps und sowas einnehmen.
Würde ich sagen, dass wir jetzt noch so ein Camp machen. Ich tausche erstmal ein bisschen was ein hier. Achso. Okay, Wurfmesser. Tatsächlich. Aber wie kann ich die zuordnen? Ach so. Wenn die Zwillinge uns hier attackieren, wird es schwierig. Oh, wer singt denn hier so schief? Einrichtungen können auf Stufe 1 verbessert werden. Hör doch auf zu jammern. Echt. Weißt du, was ich ein bisschen schade finde in dem Koop? Dass nicht wir beide jeweils Leute ansprechen können. Na, das ist mir schade, ja. So, ich brauche mal so eine Werkbank. Ja, ich suche auch gerade. Weißt du, wo eine ist? Ich suche gerade. Krankenstation, Werkbank. Ach, da, wie doof. Na, ich will mal gucken. Was wir bei ordentlicher Waffen herstellen. Verrostete Magnum. Das klingt natürlich richtig geil. Leichtes Maschinengewehr mit 50 Schuss. Schaden 40. Ich habe mir gerade das Sturmgewehr angeguckt. Das wäre ja auch was für dich, ja. Aber ich habe, dann schmeiße ich ja mein Dings weg. Dann kannst du ja neu herstellen zur Not. Da kostet nicht viel. Ja. Oder, also leichtes Maschinengewehr und was habe ich jetzt hier noch? Sturmgewehr. Ein bisschen besser. Also ich habe das Sturmgewehr genommen, weil es mehr Schaden. Ich glaube, ich nehme das Maschinengewehr. Ja, komm. Bam. Ist halt von der Handhabung alles ein bisschen besser. Ja. Ach, das ist nur so doof mit dem. So, okay. Flammenwerfer kann man auch schon bauen. Geil. Rauchgranate. Hier ist über Inventar schon voll. Ich habe mir anstatt eine Pistole habe ich mir eine kleine als eine MP. Okay. Da hast du wenigstens 3 Schuss statt 6. Warte. So statt 8 Schuss. Eine MP5 ist das zählt als Pistolenersatz? Das weiß ich nicht. Ich habe die um Tribo genommen, die MP. Ja, bin ich ja die MP5. Ne, die normale MP, die SMG 11. Hä? SMG 11, ach so, ja. Na, die ist ja auch relativ günstig. Machen wir mal. Deswegen. Anstatt Pistole, weißt du? So, machen wir es so. Jetzt sind wir auch schon mal ein bisschen besser aufgerüstet. Der genervt mit seinem Gesinge. Ausbauen können wir alles noch, ne? Nee, wir müssen erst die Typen befreien. Ja. Wollen wir mal auf die Karte gucken, ganz kurz. Karte. Den Bienen, der ist relativ nah dran. Ja. Oh, hallo? Ach, wie cool. Hier spricht Bienen, der Gründer von Wikibenia.
Hä? Warte. Etwas richtig Wichtiges wiederzubekommen. Ist da wer? Geh mal auf die Karte. Gut, ach so, wenn du da drauf gehst, dass der redet. Ja, das finde ich voll geil. Das war aber schon bei den Far Cry 5. Oh, hallo? Ich habe ja Far Cry 5 nicht gespielt. Das habe ich erzählt in der ersten Folge gleich. Ach so. Hm. Ich habe 4 verfügbare Punkte, ne? Ich hab. Du müsst, ja, du müsstest mehr haben, weil du hast ja noch nichts gemacht. Angel brauchen wir jetzt nur bedingt. Mehr Lungenkapazität. Mehr Faustschalten. Trage eine dritte Waffe, das ist natürlich... Fernglas ist natürlich auch geil. Kostet 4. Ja. Da kannst du Feinde markieren. Würde mich jetzt interessieren, ob es, wenn du das machst, auch zählt. Das könnte sein. Das ist bei dir auch mit angezeigt. Müsste sogar eigentlich. Also gut, es ist gut bewaffnet. Trag eine dritte. Ja, das versuche ich gerade zu machen, aber das geht irgendwie gerade nicht. Ach so. Wie geht das? 2 brauchst du dafür. Ja, aber ja, das geht schon, aber ich weiß nicht, wie ich die zweite Waffe dann auswählen soll. Na, da musst du eine neue machen und dann reintun. Dritten Platz. Aber ich habe doch 2. Nee, du hast dann 3 Plätze. Na, ich meine, ich habe doch 2 Waffen. Ja, da kannst du auch noch eine dritte mitnehmen. Meine ich? Ja, du verstehst nicht, was ich meine. Nee. Ich habe doch den Sägeblattwerfer, den würde ich ja gerne noch mit ausrüsten. Ja. Ausrüsten. Ach so. Jetzt habe ich's. Oh, und es geht natürlich wieder nicht, weil ich weiß auch nicht warum, aber... So. So. Okay, jetzt habe ich's. Mich wundert es nur mit den Messern, dass ich die Messer nicht ausrüsten kann, im Vergleich, also im Gegensatz zu dem Schläger da. Hm. Ah, seltsam. Aber ich glaube, das ist, liegt so ein bisschen am Steuerung mit Controller. Das kann sein. Weil ich jetzt so eine sagen kann, wie es mit dem Controller. Wie ist es mit der Maus? Na, ich brauche bloß Mausrad hoch, runter machen. Gar nicht. Es geht bloß außerhalb. Ja, ja, und ich will aber anstatt den Baseballschläger möchte ich gern die Messer ausrüsten. Nee, die Wurfmesser hast du automatisch. Alles klar, das wollte ich wissen. Danke. So, gehen wir mal nach draußen, hä? Warte. So viel Zeit muss sein. So, jetzt lass mich ganz kurz gucken. Okay. Das geht trotzdem nicht. Also ich kann jetzt zum Beispiel Wurfmesser und Molotow-Cocktail mit Mausrad auswählen. Und ich habe mir das so gelegt, dass Wurfgeschoss... Alles klar, ach da drüben, ich verstehe. Aber die Waffen kannst du jetzt, wie wechselst du die Waffen? Mit der 3, 2... Ich hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. 3, 2, 1 ist das bei mir. Aber dann habe ich trotzdem... Ach doch, jetzt, alles klar. Und warum geht das mit Controller nicht? Das weiß ich nicht. Da weiß ich nicht, wie die Bedienung ist. Hm. Egal. Warte, lass mich mitfahren. Wollen wir den Bienen holen? Ich habe das markiert. Ja. Aber weißt du was? Das machen wir natürlich in der nächsten Folge für Nixon. Oh ja, du hast recht, sagst du. Also bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.